Heute möchte ich dir ein neues kabelloses CarPlay und Android Auto Display für den Corsa meiner Frau zeigen. Dieses schlanke und moderne Gerät wird ihr klobiges altes Display ersetzen und macht es einfacher denn je unterwegs auf wichtige Apps zuzugreifen. Und das Ganze ohne lästige Kabel. Mit dem CarPort Go T3 Display kannst du nämlich ganz einfach drahtloses CarPlay und Android Auto in jedem Fahrzeug nachrüsten. Im Vergleich bietet das CarPort Go T3 Funktionen, die es von anderen ähnlichen Displays abheben, wie zum Beispiel den Display Only Modus für eine stabilere Verbindung. Das und noch ein paar andere Vorteile stelle ich euch jetzt ausführlich im Video vor. Aber bevor wir in die Details gehen, möchte ich kurz etwas klarstellen. Die Entscheidung, dieses Display vorzustellen, kam ganz von mir aus. Nachdem ich zahlreiche Lösungen ausprobiert hatte, stieß ich bei Sebastian von Technikloft auf das CarPort Go und war sofort total interessiert. Ich habe mich also selbst an den Hersteller gewandt und gefragt, ob sie mir das Testgerät zur Verfügung stellen. Und glücklicherweise haben sie zugestimmt. Das bedeutet aber nicht, dass ich deren Meinung in diesem Video präsentiere. Es ist meine eigene und ehrliche Meinung, die aus der Begeisterung heraus entstanden ist. Doch zurück zum Display. Das erste, was sofort ins Auge fällt, ist das schicke, schlanke und moderne Design. Es verfügt über ein 8,9 Zoll Display mit abgerundeten Kanten und einem minimalistischen Look. Im Gegensatz zu anderen CarPlay-Displays wirkt es gar nicht klobig oder aufgesetzt, sondern fügt sich harmonisch in das Interieur des Corsas ein. Das dünne Profil und die abgerundeten Kanten tragen zu einem wirklich modernen Ästhetikgefühl bei. Ein Design, das meine Frau nach 3 Versuchen mit anderen Displays endlich überzeugt hat und sie nun fest entschlossen ist, dass ich es einbauen soll. Das IPS-Display ist nach nur 12 Sekunden betriebsbereit und hat eine Auflösung von 1920x720 Pixel und kann mit bis zu 700 Nits leuchten. Es hat eine Pixeldichte von 230 ppi und bietet zudem große Blickwinkel für eine Top-Bildqualität. Das ist fast so, als ob du ein Tablet im Auto hättest. Was mir aber am allerbesten gefällt, ist der Display-Only-Modus. Dabei wird die Verbindung zum Display und Autoradio geteilt. Der Ton kommt per Bluetooth direkt zum Radio und das Bild wird drahtlos aufs Display übertragen. Das sorgt für eine stabilere Verbindung und umgeht die häufigste Fehlerquelle von solchen Systemen. Du kannst dadurch dein Smartphone weiterhin über die Fahrzeugbedienelemente steuern und hast trotzdem die vollen CarPlay und Android Auto Funktionen auf dem Display. Hier kannst du natürlich auch Siri oder den Android Auto Assistant benutzen. Was kann ich tun? Der Corsa meiner Frau unterstützt leider keinen Aufruf von Siri oder Android Auto Assistant mit den Fahrzeugtasten. Aber das ist auch gar kein Problem, denn du musst nur hier die Menütaste im CarPlay länger drücken oder die Taste für den Android Auto Assistant und dann erscheint Siri oder Android Assistant eben auf dem Display. Sollte dein Radio gar keinen Bluetooth haben, ist auch das gar kein Problem, denn das Display bietet einen AUX-Ausgang und einen FM-Transmitter. Mit den 3 Möglichkeiten kannst du also das Display in jedem Fahrzeug einsetzen. Das CarPort Go T3 hat aber noch mehr zu bieten. Ein weiterer Pluspunkt ist zum Beispiel der USB-C-Stromanschluss. Damit kannst du das Display ganz bequem an einem vorhandenen USB-Port in deinem Fahrzeug betreiben, ohne einen extra Zigarettenanzünder-Adapter zu brauchen. Viele Fahrzeuge besitzen ja auch nicht mal mehr einen Zigarettenanzünder. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein solcher Adapter im Lieferumfang dabei. Die elegante Helligkeitssteuerung ist auch noch sehr interessant. Sie verhindert, dass das Display durch entgegenkommende Scheinwerfer aufgehellt wird. Sie regelt auch die Helligkeit zeitgesteuert. Befestigt wird das CarPort Go ganz einfach mit einer magnetischen Halterung. Die lässt sich schnell anbringen und wieder abnehmen, wenn du das Display beim Parken lieber unsichtbar verstauen möchtest. Ich habe mich hier im Corsa vorerst für eine Halterung an den Vents entschieden. Dafür musste ich allerdings erst eine weitere Kugelkopfhalterung für etwa 11 Euro kaufen. Zusätzlich liegt dem Display noch eine Rückfahrkamera dabei, damit du beim Parken alles im Blick hast. Ich werde aber eine
eigene und eine andere Kamera nutzen, da die mitgelieferte Kamera bei der nächsten Waschstraßenwäsche ganz bestimmt abgerissen wird. Für Tesla-Fahrer gibt es eine spezielle Version des CarPort Go, die mit angepassten Halterungen und Kabeln für das Tesla Model 3 ausgestattet ist. So kannst du das Display perfekt in dein Tesla integrieren. Also auch hier hat CarPort Go an alles gedacht. Ein kleines Gimmick, das ich persönlich sehr charmant finde, ist, dass du das Startlogo von dem Display anpassen kannst, um das Logo deines Fahrzeugherstellers anzuzeigen. Ein kleines Detail, ja, aber das halt auch mal den Unterschied macht. Zum Schluss möchte ich aber noch eine oft gestellte Frage beantworten, die regelmäßig bei den Videos, die ich bereits zu den CarPort Display gemacht habe, gestellt wird. Die Frage ist, warum man sich nicht einfach das Radio austauscht gegen eins, welches Wireless CarPlay oder Android Auto unterstützt. Nun, das kann man wohl tun, aber es gibt auch sehr oft tatsächlich Szenarien, in denen man kein neues Autoradio verbauen kann. Beispielsweise bei Leasing oder Firmenfahrzeugen, wechselnden Bullis oder LKW, Taxen oder anderen Auslieferungsfahrzeugen. Willst du in solchen Fällen nicht auf Wireless CarPlay verzichten, so kannst du mit dem hier vorgestellten Display die aktuell wohl beste Lösung dafür finden und auch einsetzen. Eine weitere Frage, die mir in meinen Videos immer besonders wichtig ist, ist, ob ich diese chinesischen Displays in Deutschland überhaupt nutzen darf oder ob ich eine allgemeine Betriebserlaubnis dafür brauche. Die kurze Antwort ist, ja, du darfst sie nutzen. Und du brauchst auch keine Betriebserlaubnis, solange du dich an gewisse Regeln hältst. Welche das genau sind und was du doch beachten solltest, das habe ich dir in einem eigenen Video ausführlich erklärt. Dieses findest du hier in der Karte. Schau es dir unbedingt mal an, bevor du dich für so ein Multimedia-Device in deinem Auto entscheidest. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.